Liebe Zuschauer, zum Ausklang des Programms in West 3 sehen Sie nun eine Erinnerung an Lynn Yaldati, die bekannte Tänzerin und Sängerin jiddischer Lieder. Es ist der Rückblick auf ein Leben zwischen Holland, Nazi-Deutschland und der DDR. Scholem, 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 soll sein Eulem, Scholem, Scholem soll sein, Scholem soll sein, Scholem auf der ganzen Welt. Scholem, 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 soll sein jeden Scholem, Scholem soll sein, Scholem soll sein, Scholem auf der ganzen Welt. Lynn Yaldati, als Jüdin in Amsterdam geboren, Kommunistin, weltweit geachtete Sängerin jiddischer Lieder. Seit 1952 lebte sie in der DDR. Singen wir zusammen, singen wir das Babeni, klingt es also schön. Es haben noch gesungen die Mama mit dem Tanten, wenn sei seinen Kindern noch gewinnt. Ei, 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 didel dei. Rebecca Brillesleiper wurde am 13. Dezember 1912 geboren, hier im ärmsten Teil des Amsterdamer Judenviertels. Die Eltern, ein strenger Vater und eine richtige jüdische Mame. Rebecca, genannt Lintje oder Lynn, mit ihrer jüngeren Schwester Janni. Sie blieben ihr Leben lang verbunden. Lynn wollte Tänzerin werden, nicht Näherin, wie es die Eltern bestimmten. Zu Josef Akrons jüdischer Melodie tanzte sie das erste Mal. Dann sang sie auch die Lieder des Amsterdamer Judenviertels. Als Künstlerin brauchte sie natürlich einen Künstlernamen. Ein Freund sang ihr das hebräische Lied Yalda Yaldati vor, Mädchen, mein Mädchen. Der Name war gefunden. Zum Broterwerb war sie auch mal Zweite von links oder Zweite von rechts. Dann lernte sie den Mann ihres Lebens kennen. Eberhard Rebling, Antifaschist, kein Jude, war 1936 vor den Nazis von Berlin nach Holland geflüchtet. Freunde von Lynn boten ihm Unterschlupf. Bei mir hat es also sofort gefunkt, ich war schrecklich verliebt. Und eines Tages, ich wusste, dass sie bei der Revue als Tänzerin arbeitete. Und sie sang immer Lieder. Ich sage, was singst du denn da?
sind jiddische Lieder. Und ich sage, was ist denn das? Ich war zwar Dr. Phil und hatte Musikwissenschaft studiert und auch Bücher über Musikgeschichte geschrieben, aber was jiddische Lieder waren, wusste ich nicht. Nur hat sie mir das erklärt, hat mir Bücher gegeben von Sholem Aleichem und anderen und Egon Erwin Kisch und vieles. Und mir tat sich also eine Welt auf, die ich vorher zwar schon ganz kurz kennengelernt hatte, aber viel tiefer auf einmal. Und ich war also sehr fasziniert von dieser Kultur und ich habe ihr geraten, das weiter zu verfolgen und gerade auch aus politischen Gründen, als Abwehr gegen den Antisemitismus des Hitlerreiches zu kultivieren. Da haben wir dann also zusammengearbeitet, wir haben diese Lieder aufgeschrieben, wir haben sie studiert und ihre Tänze weiterentwickelt. Ich habe Musik dazu ausgesucht und wir haben also richtige Programme mit jiddischen Liedern und Tänzen auf jiddische Themen gebracht. Jiddisch? Nur Folklore oder auch politische Haltung? Ist das zu trennen? Yalda, die Tochter. Nee, das kann man nicht trennen. Entschuldige. Nee, das ist überhaupt keine Diskussion. Weil die Lieder von so einer tiefe Traurigkeit sind, aber immer mit einem optimistischen Ausblick. Oder von einer Heiterkeit sind, wo immer ein ganz kleines Schimmer von Trauer mitspielt. Und die immer wieder aufmerksam machen auf die schwere Umstände, warunter die Menschen leben. Ich meine, warunter die Ostjuden gelebt haben, aber ich glaube, man kann es auch auf die anderen Menschen übertragen. Als wir damals zum ersten Mal in Deutschland waren, da haben Menschen mir gesagt, was willst du damit, das ist tot, das wird nicht mehr leben. Ich habe immer die Überzeugung gehabt, das kann nicht tot gehen. Das ist eine Kultur, die weiterlebt und auch weiterleben wird. Und als es wirklich ausgesehen hat, dass kein Mensch mehr was mit Jiddisch zu tun haben, oder... Ja, in 50er Jahren. Ja, in den 50er Jahren, so, das war ja, so. Ja, das ist ein Jargon und was soll man damit und so weiter und so weiter. Habe ich wirklich geboxt und habe immer wieder gesagt, nein, es lebt und es bleibt leben. Ja, das Lied lebt weiter. Vashevis Singer hat es eigentlich, also für mich in seiner Nobelpreisrede am schönsten formuliert. Er sagt, Jiddisch ist eine Sprache, die keine Worte für Waffen, Munition, Militärübungen und Kriegstaktiken besitzt. Jiddisch ist die weise und bescheidene Sprache von uns allen, die Sprache der furchtsamen und hoffenden Menschheit. Und insofern ist das für mich eine wahnsinnig politische Angelegenheit. Scholem, 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 so sein jeden Scholem, Scholem soll sein Scholem, Scholem auf der ganzen Welt. Scholem, 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 so sein jeden Scholem, Scholem soll sein Scholem auf der ganzen Welt. Schabes, 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 so sein jeden Schabes, Schabes soll sein, Jung soll sein, Scholem soll sein, Scholem und der ganze Welt, Schabes soll sein, Jontef soll sein, Scholem soll sein, Scholem und der ganze Welt. Programm eines Hauskonzerts vom April 45 in Holland. Während der Nazi-Besetzung veranstalteten sie illegale Hauskonzerte. Beide waren im Widerstand aktiv.
ihr Versteck in dieser Zeit. Reblings falscher Ausweis auf den Namen Verhoeve. Als deutscher Fahnenflüchtiger hatte er die Todesstrafe zu erwarten. Mehrmals entkam er nur mit knapper Not. In dieser Zeit der Angst und Verfolgung wurde die erste Tochter Katinka geboren. Die Angst wurde größer, die Essensportion kleiner. Diesen Brief schrieb Lin im Mai 45 aus dem KZ Bergen-Belsen. Bei einer Hausdurchsuchung am 10. Juli 44 wurden sie und die Schwester Janni entdeckt und sofort deportiert. Vor Bergen-Belsen war sie in Auschwitz. Als sie den Brief schrieb, wog sie noch 29 Kilo. Ich bezeuge, ich war dort. Ich litt und halte mein Zeugnis aufrecht. Sollte es niemanden geben, der sich erinnert. Auschwitz, Bergen-Belsen, die KZs, Sie waren drin, Sie haben das miterlebt. Wie können Sie eigentlich damit umgehen, mit dieser Erinnerung? Haben Sie sie versteckt oder ist sie präsent? Man kann nicht damit umgehen. Sie ist da und bleibt doch immer bei einem. Das ist nichts anzuändern, das ist so. Ich meine, Auschwitz sitzt in mir, Bergen-Belsen sitzt in mir, Westerbork sitzt in mir, die ganze Zeit des Widerstandes sitzt in mir. Das bleibt. Aber man lebt damit. Und beschreiben oder alle Filme, die darüber gemacht sind, oder alle Erzählungen, auch was ich darüber sagen werde, es reicht nicht, man kann es nicht beschreiben. Weil es sowas von menschunwürdig und unmenschlich war, dass man gar nicht darüber, ja, man kann erzählen. Ich meine, die erste Zeit, dass ich hier war oder dass ich zurück war, konnte ich überhaupt nicht darüber reden. Später habe ich darüber geredet, aber man kann das nicht erzählen, wie es war. Es brennt, Brüder, es brennt, bei unserer Amstettel nebuch brennt. Böse Winden mit ihr Gusen reißen, brechen und zerblosen, stärker noch die wilde Flammen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt, also ihr sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt, also ihr sich, wie unser Städtele brennt. Es brennt, Briederlich, es brennt, es kann Cholile kommen, der Moment. Unser Stott mit uns zusammen soll auf Ascha weg in Flammen stehen soll wie noch eine Schlacht, nur schwarze Puste Wind. Und ihr steht und guckt, also ihr sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt, also ihr seht, wie unser Städtle brennt. Es brennt, Briederlich, es brennt, die Hilfe ist nur in euch gewendet. Ob das Städtle sagt Eier, nehmt die Kehlen, lässt das Feier, lässt mit Eier Eigenblut, wer weiß, dass ihr das kennt. Steht nicht, Brieder, und also ihr seht, mit verlegten Händen, steht nicht Brüder, lässt uns feiern, unser Städtele brennt. In Auschwitz war ein gemischter Block von verschiedenen Ländern. In Bergen-Belsen waren wir in einem Block, wo Holländer waren. Waren Holländer zusammen. Da haben auch lustige holländische Lieder gesungen. Nur um uns selber Kraft zu geben und uns selber ein bisschen Mut zu geben. Wir wollten doch alle zurück. Wir hatten doch alles Gefühl, wir schaffen es.
Auch die umgekommen sind, haben, glaube ich, bestimmt das Gefühl gehabt, nein, nein, ich muss es schaffen, ich schaffe es. Wenn Sie diese Lieder heute wieder singen auf der Bühne, wie geht es Ihnen dabei? Bei manchen Liedern kann ich nicht singen. Das weiß mein Mann auch. Das schnürt mir den Hals zu. Die habe ich auch vom Programm abgeführt. Die singe ich einfach nicht mehr. Und bei den anderen Liedern habe ich das Gefühl, ich habe sowas zu sagen, wie es brennt, wie Abak Schir, wie das jüdische Partisanenlied. Da habe ich den Menschen eine Botschaft zu überbringen. Von denen, die nicht mehr da sind. Denn alle, die diese Lieder geschrieben oder die Gedichte geschrieben haben, sind umgekommen. In Lyon ist der Barbie-Prozess. Ja. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Leute heute wiedersehen, wie es Ihnen gut geht, wie Sie lächeln? Ich habe mit Barbie nichts zu tun gehabt. Ich meine, er war zwar in Holland, aber ich habe Ihnen gesagt, ich bin ein toleranter Mensch. Aber das sind keine Menschen mehr gewesen, das sind Mordmaschinen gewesen. Und eine Mordmaschine muss man absetzen, die muss man vernichten. So wie ich finde, dass wir jetzt auch alle Mordmaschinen, die in die Welt sind, vernichten müssen. Lynn und ihre Schwester Janni, die auch im KZ immer zusammenblieben, überlebten. Alle anderen Familienmitglieder nicht. Ich habe im Leben schreckliche Dinge erlebt. Ich habe im Leben wunderschöne Dinge erlebt. Ich habe Ihnen gesagt, ich lebe gern. Und das Leben ist wirklich so reich und so vielfältig. Und ich bin mein ganzes Leben Optimist gewesen. Ich bin jetzt noch ein Optimist. Ich glaube, die Menschen werden einmal vernünftig werden. Es ist vielleicht irrsinnig, dass ich das denke, aber ich bin davon überzeugt. Die Schwester Janni ging zurück nach Amsterdam. Lynn zog 1952 mit Eberhard Rebling in die DDR. Tochter Yalda wurde geboren. Rebling wurde Professor an der Musikhochschule Hans Eisler, später deren Rektor und Volkskammerabgeordneter. Lynn trat mit jiddischen Liedern auf. Bilder des häuslichen Glücks. Aber Lynn, dieser holländische Querkopf mit dem Herz auf der Zunge, in der engen 50er-Jahre DDR? Man kann nur ahnen, welche Konflikte es gegeben haben muss, aber auch, welchen Durchhaltewillen. Zu einer jüdischen Institution wurde Lynn erspäht in der DDR. Es gab kein jüdisches Publikum mehr und das andere wollte es gewonnen werden. Welche Gründe gab es, 1952 in die DDR zu gehen? Das war ja ein Schritt. Ein großer Schritt. Haben Sie ihn jemals bereut? Haben Sie darüber nachgedacht, über diesen Schritt? Oder war es überhaupt für Sie keine Frage? Da geht mein Mann hin, da geht ich. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht und wir haben sehr lange darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber da war ein kalter Krieg. Und es war eine Zeit lang, dass auch in Holland, dass es für Kommunisten sehr schwer war, sich einfach im Leben zu erhalten und sein tagtägliches Brot und seine tagtägliche Miete und was da alles mit zusammenhängt, zu verdienen. Und ich persönlich wurde von jüdischen Kreisen in dieser Zeit nicht akzeptiert, weil ich Kommunist war. Und mein Mann hat es sehr schwer gehabt, auch als Kommunist, um Arbeit zu finden. Und in Holland hatte man damals das Gefühl, man braucht mich nicht mehr. Und hier wurden wir gebraucht. Und es war für mich schwer. Ich wusste mit meinem Verstand, ja, Deutsch ist nicht Deutsch. Dass viele, oder eigentlich die Deutschen, Kommunisten und Juden und fortschrittliche Menschen die Erste waren, die in die Konzentrationslager gekommen sind. Ich meine, das wird oft vergessen, dass in Deutschland die erste Opfer waren. Das wusste ich alles mit dem Verstand. Aber das Herz ist ein dummer Hund, der will nicht immer, was der Verstand sagt. Und
Das Einzige, was ich wusste, ist, unser kleiner Kern, unsere kleine Familie, wenn ich wollte, dass mein Mann glücklich und zufrieden ist, muss er arbeiten. Und zwar in seiner Arbeit als Pianist und als Wissenschaftler. Und wenn wir in Holland geblieben wären damals, wäre das sehr schwierig gewesen. Und hier brauchten sie ihn. Und sie sagten hier, die Anna Segers hat damals gesagt, du gehörst hierher, wir brauchen dich. Das hat sie zu dir gesagt. Er hat sie zu mir gesagt, ja. Und da bin ich mitgegangen. Es war sehr schwer, der Anfangszeit. Es war eine sehr schwere Zeit für mich. Und es war manchmal, dass ich gesagt habe, Gottes Willen, ich gehe wieder zurück nach Hause. Aber ich glaube doch, dass es richtig war. Denn dadurch ist mein Leben hat auch nach dem Krieg einen Sinn gekriegt, weil ich etwas mithelfen konnte aufzubauen. Andenken an Reisen, die sie und ihren Mann und die ganze Welt geführt haben. Sie waren Botschafter der jiddischen Kultur, des jiddischen Liedes in Peking, Moskau, New York und unzähligen anderen Städten. Ganz nebenher wurden sie dabei zu willkommenen Botschaftern ihres Landes, der DDR. Im Ziegenhals, einem kleinen Ort in der Nähe von Berlin, wohnte die Familie zuletzt. Die Tochter Katinka, Dozentin für Violinspiel an der Musikhochschule Berlin, und die jüngere Tochter Jalda begleiteten die Eltern in den letzten 10 Jahren auf der Bühne. Jalda hat ihr eigenes Ensemble mittlerweile. Was haben Sie von der Mutter, vom Vater? Ich glaube, dass wir, auch meine Schwester Katinka, von unseren Eltern sehr viel Hoffnung mitbekommen haben, die wir auch hoffen, weiterzutragen. Wir haben von ihnen die Albträume auch mitbekommen, wo wir einfach auch, es ist fast wie eine Art Aufgabe oder Message anzusehen. Wir können, glaube ich, gar nicht anders, weiter das zu tragen, was sie heute getragen haben. Wann war für Sie klar, dass Sie auch so diesen Weg gehen würden wie Ihre Mutter? Sehr spät. Hätte mich nie getraut, mit meiner langweiligen, belanglosen Biografie mich neben die Mutter zu stellen und mich auch hinzustellen und jiddische Lieder zu singen. Musste erst das Jahr 1979 kommen, der 50. Geburtstag von Anna Frank, als die Mama der Meinung war, dass man was machen müsste. Und da haben sie eine Schauspielerin gesucht. Wir haben, wie gesagt, vorher nie zusammengearbeitet, weil wir von den Strukturen her viel zu eng sind. Also das ging überhaupt nicht. Miteinander arbeiten, also von Krach miteinander gekriegt. Also es ging alles gar nicht. Ich wusste natürlich immer alles besser und fand als Mutter wahnsinnig altmodisch. Ich war nicht befremdet genug. Ja, ne, aber aus einer Unsicherheit heraus. Es ist alles nur du verfremdest der Versuch gewesen, aus was Eigenständiges zu finden, gegen dieses starke Elternhaus, natürlich, also gegen die Eltern, vielleicht auch mit den Eltern, die ich sehr geliebt und immer noch sehr liebe, bewundere. Ja, und 79 habe ich also dann gesagt, gut, ich lese die Texte, aber die Lieder singe ich nicht. Doch, nein, ja, nein, ja, gut. Und für uns ist das natürlich in gewisser Weise eine ziemlich schwer zu tragende Hypothek, ne? Naja, es war einfach schwer, sein eigenes daneben zu finden. Also wir haben... War, für mich ist es immer... Gut. Wird wahrscheinlich das ganze Leben so bleiben. Ja. Also wir haben eine sehr enge Bindung an unsere Eltern. Und haben beide lange gebraucht, um den Weg zurück auch wiederzufinden, neu zu finden. Haben Sie denn von Ihren beiden Elternteilen so das geerbt, dieses Preußische vom Vater, dieses vielleicht Korrekte, dieses
Und von der Mutter das Jüdische, das Anarchische? Also ich würde sagen, das ist ein bisschen sehr vulgär ausgedrückt. Ich würde sagen, also vulgär marxistisch gedacht, nicht dialektisch. Also der Vater ist nicht ausschließlich preußisch, sondern das sieht manchmal nach außen hin so aus. In Wirklichkeit kann der genauso Anarchie mitmachen, wie Mutter preußisch sein kann. Also im Laufe ihres langen Lebens sind beide einander ergänzende Partner, auch in den entgegengesetzten Polen ihres Charakters, so miteinander verwachsen, dass wir eigentlich auch kaum unterscheiden können, was ist vom Vater, was ist von der Mutter. Lingyal Dati starb am 31. August 1988 an Krebs. Die Familie war bei ihr. Berlin, Dorotheenstädtischer Friedhof. Lingyal Dati, Kommunistin, engagierte Künstlerin, kraftvolle Repräsentantin jiddischer Kultur, wurde heute zu Grabe getragen. Mit ihrem Lebensgefährten Eberhard Rebling, der Schwester Janni, die mit Lin zusammen die Hölle faschistischer Konzentrationslager durchlitten hat, erwiesen Angehörige, Freunde und Kampfgefährten Lingyal Dati die letzte Ehre. Willkommen waren Volkskammerpräsident Horst Sindermann, Ursula Rackwitz, Mitglied des ZK der SED und Leiterin der Abteilung Kultur, der stellvertretende Kulturminister Peter Lorff, Friedensratspräsident Günter Drehfall. In den Trauerzug eingereiht hatte sich auch der Botschafter der Niederlande in der DDR. Er überbrachte die silberne Medaille von Amsterdam, die Lingyal Dati von ihrer Heimatstadt für persönliche und künstlerische Verdienste verliehen worden war. Sing also, ja, alle sollen ehren, als alle sollen sehen, ich leb und singen kann. Schöner noch und besser wie gewinn. Spiel, spiel, Gläsmerl, spiel, wischen, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, a liederle Familie, euch spiel an Igendl mit Herz und mit Gefühl.